Goodie, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Praetorians. Jetzt in der zweiten Folge und ich denke mal, dass diese Folge ein bisschen länger sein wird als die erste. Gehen wir zurück in die Kampagne, jetzt ins Übungsszenario 2. Nach seiner Ernennung zum römischen Konsul sichert sich Julius Caesar für ein weiteres Jahr die Statthalterschaft in Norditalien und Gallia Cisalpina? Cisalpina? Keine Ahnung. In diesem Szenario marschiert ihr mit euren Rekruten in Caesars zukünftige Provinzen. Ihr habt den Auftrag, mehrere Überfälle durch gallische Banditen aufzuklären. Ich gebe mein Bestes. Kapitel 2, das Dorf in den Bergen. Gallia Transalpina, Südgallien, 2. März 58 vor Christus. Gott, oh Gott. Schnell, an die Waffen, der Feind ist hier. Oh nein, schnell, wir müssen ihn töten. Ist das mein Kumpel? Du bist Caesar. Du verschwindest kurz. Macht euch bereit. So ist gut. Rauf da. Ich hoffe, meine eigenen Leute werden von den Bogenschützen nicht getroffen. Sonst habe ich ein Problem. Aber ich glaube nicht. Räuber haben Talagata besetzt. Wir müssen meine Brüder und Schwestern befreien. Beeilt euch, meine römischen Freunde! Okay, wir geben uns Mühe. Wählt den Centurio aus. Das wärst du dann, ne? Wählt nun euren Heiler aus. Er steht direkt vor eurem Centurio. Oder auch nicht. Alles hört auf mein Kommando. Bist du der Heiler? Nee, du bist der Centurio. Eure Befehle? Du bist der Lagatar? Ach hier, du. Du heilst die Verwundeten. Na dann, heil doch einfach mal die da. Oder musst du nur in der Nähe sein, um die Leute zu heilen? Ich glaube ja. Guck mal, er geht einmal durch die Reihen. Und dann sagt er, alles ist wieder schick. Das ist das böse Dorf. Das müssen wir überfallen, das müssen wir vernichten. Oder beschützen, je nachdem. Rückt nun zur Stadt vor und erobert sie. Aber Vorsicht, der Feind erwartet euch schon. Er ist überall unterwegs, natürlich. Ich werde die Ansicht mal schön oben lassen. Ihr könnt wieder zurückkommen in die normale Stellung und dann rübergehen. Ihr geht hinterher. Seid ihr bereit? Wir müssen los. Ich wüsste gerne, was er für einen Radius hat. Also es muss ja irgendwas Besonderes sein. Extra Regeneration. Auskundschaften, ausschicken, heilen, Krankheiten heilen. Es gibt sogar Krankheiten. Das ist sehr interessant. Ihr geht dort vorne mit hin. Ihr lauft weiter nach oben. Und schön vorsichtig sein. Die könnten überall auf uns warten. Du wirst mal auskundschaften. So, er schickt jetzt einen Vogel los. Der Vogel, der passt auf. Ah ja, mit dem Vogel können wir viel besser gucken, wo was ist. Das ist schon mal praktisch. Hier sind Bösewichte. Die müssen wir töten. Ja, Vogel, nicht nach links fliegen, da ist nichts. Aber ich glaube, du fliegst aus der Karte raus, ne? Ja. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal ein ganzes Stück laufen, bevor wir dort ankommen. Das dauert eine Weile. Gehen schon mal hier vorne mit hin. Auskundschaften. Also auf der Karte sehe ich sonst auch nichts weiter. Wir kommen von hier, müssen im Prinzip bloß hier hoch und dann sind wir schon fast am Dorf, aber die versuchen das Dorf irgendwie entweder zu beschützen oder zu belagern. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ihr bleibt schön hinten. Ihr geht nach vorne. Dann Wartestellung. So, ihr auch. Wartestellung. Befehl wird ausgeführt. Eure Befehle? Ihr geht da vorne mit hin. Wartestellung. Und los geht's. Haut sie weg. Schmeiß mit Äxten. Okay, Schutzformation.
Tötet sie. Wo ist mein Heiler? Verdammt, ich hätte ihm auf eine Taste setzen sollen. Beim nächsten Mal weiß ich's. Ja, alles hört auf dein Kommando. Ach, der Heiler steht schon zwischen den Leuten. Nur dann heil mal die Leute. Ich glaube, das tut er automatisch. Kommt erstmal zurück. Stellt euch hier vorne hin. Ich heile die Verwundeten. Ja, du heilst die Verwundeten. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Ihr geht schon mal nach vorne. Du gehst dahin, Cäsar da. Okay, es scheint im Moment sehr ruhig zu sein. Ihr seid noch in der Wartestellung. Ihr geht da vorne mit hin. Ich weiß nicht, ob ich das Dorf erobern muss. Das kann durchaus sein. Oh, sie schießen schon auf den Turm. Der fängt bestimmt gleich Feuer. Okay, geht mal weiter nach vorne. Könnt ihr von hier aus schießen? Ja, der fängt Feuer. Er verliert ordentlich. Ihr müsst nun die Stadt Talagata zurückerobern. Das Gebäude mit der roten Flagge gleich neben der Stadt, wäre denn das hier? Wahrscheinlich. Ist die feindliche Garnison. Wenn ihr eine Stadt erobern wollt, müsst ihr zuerst die Garnison zerstören. Rückt nun zur Stadt vor und erobert sie, aber Vorsicht, der Feind erwartet euch schon. Ich hab's gemerkt, aber den haben wir schon vernichtet. Und der Turm ist so gut wie down. Der bricht immer weiter in sich zusammen. Alles hört auf mein Kommando. Sofort. Du gehst mal nach vorne. Noch ist es sehr ruhig. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Oh, jetzt. Wir sollten hier warten, bis wir mehr über die Banditen wissen. Agrado, sagt euren Leuten, dass wir uns über jede Hilfe freuen würden. Ja, Herr. Aha. Das ist der Häuptling. Warum wollt ihr den bekämpfen? Vielleicht mag der mich. Hätte ich mich nicht in Ruhe mit ihm unterhalten können? Und jetzt? Agrado, du kannst du in die Stadt gehen? Sofort. Wahrscheinlich nicht. Also unsere Leute sitzen jetzt auch hier. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nach der Zerstörung der feindlichen Garnison ist der Häuptling aus der Stadt geflohen. Ihr habt nun die Möglichkeit, ihn zu töten. Wenn ihr eine Stadt dauerhaft kontrollieren wollt, müsst ihr eine Garnison errichten. Degradiert eine eurer Truppen mit dem Degradieren-Befehl zur Infanterie, während diese anschließend aus... wählt diese anschließend aus und rechtsklickt auf die Stadt, um mit dem Bau eurer Garnison zu beginnen. Okay, ich nehme die Schwächste. Das wärt ihr. Und euch soll ich jetzt degradieren. Wie mache ich das? Bewegen, angreifen, defensiv, aggressiv, beschützen, patrouillieren, Stellung halten, Truppen verteidigen, Truppen teilen, degradieren. Da. Degradierung bestätigen. So, die ziehen sich jetzt einmal um. Jetzt sind sie degradiert und jetzt müssen wir rechtsklicken auf die Stadt. Das heißt, die bauen jetzt hier eine neue Garnison mit hin. Bogenschützen ziehen wir mal weiter nach links. Die werden garantiert gleich die Garnison alle angreifen wollen, die Bösewichte. Also gehen wir jetzt hier vorne mit hin. Ihr versteckt euch hinter den Leuten. Der Heiler kann gerne nochmal die Leute heilen, wenn es denn möglich ist. Oder auch nicht. Na, ich bin gespannt. Den Häuptling haben wir vernichtet, wir haben die Garnison vernichtet und es wird eine neue Garnison von uns gebaut. Das kann nur gut sein. Ich weiß auch nicht, ob wir hier denn neue Leute rekrutieren können, denn irgendwann sind unsere Leute ja mal tot. Jetzt kann ich aber in Ruhe wenigstens die Bogenschützen. So, mit Shift kann ich sie alle auswählen. Und dann mache ich Steuerung 1. Obwohl,
Machen wir mal Steuerung 2. Ihr seid Steuerung 1. Ihr seid Steuerung 3. Cäsar und der Typi sind Steuerung 4. Da muss man auch erstmal mit klarkommen. Die Garnison steht. Damit haben wir schon mal Ruhe. Perfekt. Weiß nicht, ob ich euch wieder zurück machen soll. Nach dem Bau eurer Garnison könnt ihr unter den Bewohnern von Talagata neue Soldaten rekrutieren. Wo willst du jetzt hin? Alles hört auf mein Kommando. Ah, er hat sich jetzt automatisch hier mit reingesetzt. Das ist cool. Wählt euren Centurio aus und schickt ihn mit einem Rechtsklick auf Talagata in die Stadt. Das hat er schon von ganz alleine gemacht. Möglicherweise hält sich euer Centurio bereits in der Stadt auf. Da Centurios automatisch in leere Städte einmarschieren. Wenn ihr die Maus über das Rekrutierungssymbol bringt, könnt ihr sehen, wie viel Zeit und wie viele Einwohner sie benötigen, um Truppen auszubilden. Okay, 30 Sekunden, 30 Einwohner für Infanterie, 60 Sekunden und 30 Bewohner für Bogenschützen und Lanzenträger, 30 Bewohner und 49 Sekunden. Ich nehme die Lanzenträger, weil wir die noch gar nicht haben, glaube ich. Nee, Lanzenträger haben wir, Infanterie haben wir jetzt aber auch. Den nehmen wir die Lanzenträger trotzdem. Den haben wir wenigstens ein paar wieder davon. Wir haben insgesamt 200 Bevölkerung in diesem Dorf und 170 sind jetzt noch übrig, nun da wir 30 Lanzenträger ausbilden. Stadt verlassen, Sammelpunkt setzen, das ist interessant. Den Sammelpunkt, den können wir hier schon mal setzen, das heißt, sobald die fertig sind, laufen die hier vorne mit hin. Und dann gucken wir uns auf dem Rest der Karte um. Ach geil, es läuft. Gucken wir uns mal mit F9 die ganzen Missionen an. Erobert Talagata, das haben wir geschafft. Vernichtet alle feindlichen Krieger. Gnaeus Gabinus muss überleben. Gaius Titus muss überleben. Und Agrado muss überleben. Gut, also müssen wir nur noch alle Krieger vernichten. Der Rest muss überleben. Du kannst niemanden mehr heilen. Ne? Ein Teil von denen ist aber noch ziemlich verletzt, kaputt, wie auch immer. Ich bin froh, dich zu haben, mein kleiner Heiler. Ach, ist das schön. Und wenn wir jetzt erstmal ein paar neue Leute haben, dann wird es noch schöner. Neue Einheiten sind rekrutiert. Perfekt. So, jetzt haben wir zweimal Lanzenträger, zweimal Bogenschützen. Ich würde gerne weiter wegscrollen, aber das ist nicht möglich. Ich kann immer nur hoch und runter gehen mit der Kamera, aber das war's dann auch schon. Na gut, dann muss ich erstmal durch. So, ihr seid jetzt übrigens beide Steuerung 1. So, und ich muss erstmal gucken, wo die jetzt stecken könnten. Das heißt, wir gehen einmal hier oben den Weg ab. Ihr könnt schon mal hier mit hingehen. Ihr bleibt hier zur Verteidigung, genauso wie die Infanteristen. Ich habe Angst, dass wir sonst angegriffen und überfallen werden. Aber was wir machen könnten, du hast doch den ollen Vogel hier. Fliegst einmal mit dem Vogel dort oben hoch. Ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir irgendwas und irgendwen, den wir noch erobern und töten müssen. Wundern wird's mich nicht. Aber auf der ganzen Karte ist nichts zu sehen. Doch, da hinten. Da. Lanzenträger. Oh, die beschießen meinen Vogel. Und Bogenschützen. Okay. Lanzenträger und Bogenschützen haben wir auch. Ich bilde lieber noch einmal Bogenschützen aus. Bin mir nicht sicher, ob das sonst reicht. Dann kommt ihr nämlich mit. Und dann machen wir jetzt die 1. Da stehen die. Geht hier hin. Die 2 auch. Ist das? Eine Ratte? Nee, ein Eichhörnchen. Cool. So ist gut. Macht euch bereit. Es geht gleich los. Wir bringen unsere Leute nur in Stellung. Und die 1 wird dann voranmarschieren, während die 2 versucht, alles andere zu verteidigen.
Wir sind unterwegs. Wir sind bereit. Ja, Herr. Was? Wir werden schon angegriffen? Oh nein! Na gut, ich kann Leute nachrekrutieren, aber es ist trotzdem doof. Jetzt haben wir schon ziemlich viel verloren. Es war ein Überraschungsangriff. Ich glaube, eine komplette Einheit ist gleich down. Und man kann die ja nicht wieder resetten. Man kann zwar die einzelnen Leute heilen, die da drin rumlaufen, aber man kann nicht sagen, oh, ich will jetzt hier nochmal 10 neue haben. Das ist natürlich doof. Dumm gelaufen. Mach mal die Standardformation. Ach, was mache ich mit euch? Dann könnt ihr jetzt erstmal hier vorne alles weiter beschützen. Wir gehen einmal über die Brücke und suchen die restlichen Bösewichte, die uns etwas Böses wollen. Unmöglich, Herr. Wieso ist das unmöglich? Ja, Tribun. Tribun. Ja, Herr. So, Schluss mit der Wartestellung. Ihr müsst schneller laufen. Ich brauche euch schneller auf der anderen Seite. Ja, Tribun. Und dann könnten wir den Vogel nochmal aussenden, um zu gucken, ob hier vorne irgendwas ist. Ich mag keine Überraschungsangriffe.